Faschingszeit auch im Seniorenzentrum. Die narrische Zeit im Jahr zauberte so manches Lächeln in das Gesicht der Anwesenden und die lustigen Verkleidungen waren der Tupfen auf dem I. Fiesta, Fiesta Mexicana, heute gebe ich zum Abschied für alle ein Fest. 2, 3, 4, Fiesta, Fiesta Mexicana, es gibt viel Tequila, der glücklich sein lässt. Manche Wille hat Einzug gehalten. Wie kommt ihr auf dieses Thema? Warum ausgerechnet dieses Heuer? Also wir haben uns gedacht, wir brauchen eine Verkleidung, die ziemlich bequem ist, weil wir dann noch viel arbeiten müssen. Das heißt, tanzen, für Unterhaltung sorgen, da braucht man immer ganz bequeme Sachen. Mexiko deshalb, weil es einfach so einfach ist mit Hut und einem Poncho drüber und es passt schon. Wobei das Motto nicht jetzt wirklich Mexiko ist, sondern wir sind einfach Mexiko. Alle anderen sind Fantasie aus der fremden Galaxie und sonst irgendwoher, aber wir sind jetzt einfach in Mexiko. Ja, ich finde das alle Jahre wieder ganz toll, auch wie die Herrschaften, die hier im Haus wohnen, immer mitmachen und mitspielen und auch immer verkleidet kommen. So, dass alle, die da neu ankommen, gleich einmal mit Faschingskostümen verkleidet werden, weil ohne dem gibt es heute keinen Eintritt, wie es scheint. Genau, das machen wir jetzt seit 2 Jahren, dass wir sozusagen beim Eingang stehen und niemand vorbeilassen, der jetzt nicht ein bisschen eine Verkleidung anhat. Und das mögen die Bewohner. Also wir haben zuerst gedacht, das wird heikel werden, na ganz im Gegenteil. Also manche sagen so, steht jetzt eh wieder da und kriegen wir wieder was und so. Und sie sind auch wirklich so, dass sie sich alles fast gefallen lassen und sich von uns alles aufsetzen lassen, uns ausziehen lassen. Und das finde ich wirklich großartig. Dahinter steckt der gute Wille von allen hier im Haus, die positive Stimmung, die hier herrscht. Ja, und auch ja, einfach alles hier im Haus. Das große Herz. Das große Herz, ja. Den ganzen Tag wird heute schon Fasching gefeiert. Gibt es auch Krapfen? Wir selbstverständlich haben wir Krapfen und wir haben belegte Brote und alles Mögliche und Wein und Weib und Gesang und alles. Vor allem Weib und Gesang. Auf der Bühne? Da haben wir die wunderbaren Melody Boys sind wieder da, die gehören auch schon zum Haus dazu. Die kennen das Ganze drumherum schon, die spielen alle Lieder, die unsere Bewohner hören wollen, sind auch für jede besondere Überraschung zu haben. Und das ist schon ein gutes, eingespieltes Team. Sagen Sie denn zu diesen ganzen Veranstaltungen, die da generell in diesem Haus stattfinden, wichtig für die Bewohner? Es ist sehr wichtig. Erstens zur Unterhaltung und dann ist ganz wichtig, dass man zusammenkommt und plaudern kann und nicht in den eigenen Räumen sitzen bleibt. Radio Mexico, ich grüße mit meinem Sombrero, de Pero, dich heilig so lieb.